Christlich geht anders, lässt sich kurz zusammenfassen. Aufbauen statt niedermachen, integrieren und anerkennen statt ausgrenzen, Hoffnung und Mut statt Angst. Ich bin ab Christian Heidinger, Vorsitzender der Superiorenkonferenz und vertrete damit die Männerorden Österreichs. Und ich bin heute hier, weil ich diese Initiative Christlich geht anders ganz, ganz wichtig finde, in einer Zeit, wo immer wieder das christliche Abendland eingefordert wird, die christlichen Werte eingefordert werden, aber auf der anderen Seite gerade im politischen Bereich und im politischen Agieren so viel entsolidarisierenden Maßnahmen gesetzt werden, wo es in diese Richtung geht, dass die Reichen reicher und die Armen immer ärmer werden. Aber gerade so viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft brauchen Hilfe, brauchen ein starkes soziales Netz und einfach die Begleitung, dass sie zu einem menschenwürdigen Leben wieder hinfinden können. Christlich geht anders fokussiert sich auch auf die Frauen. Wenn der Sozialstaat abgebaut wird, trifft es die Schwächsten in der Gesellschaft. Viele Frauen gehören auch zu dieser Gruppe, weil gerade Frauen in den Niedriglohnbranchen arbeiten, weil Frauen zum größten Teil Alleinerziehende sind, weil die Frauen das soziale Netz eines Sozialstaates am meisten brauchen. Ich unterstütze Christlich geht anders, weil die Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte in Europa und in Österreich die soziale Krise immer mehr vertieft hat. Und das hat direkt damit was zu tun, dass sich die Politik nicht mehr an den christlichen Grundwerten orientiert, wie Solidarität, sozialer Zusammenhalt, sondern am Grundsatz, jeder ist seines Glückes Schmied, Konkurrenz auf Märkten wird alles zum Besten lenken. Ich bin Gabriele Kinesberger, die Koordinatorin der Initiative Christlich geht anders. Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen. Werden Sie aktiv mit uns gemeinsam, unterschreiben Sie unsere Grundsatzstatements und reden Sie über soziale Themen.